Moinsen, Magazin Margarine, da ist es mal wieder soweit. Hier kommen ein paar Videos für euch über die Woche, denn jetzt passiert Folgendes. Das seht ihr gerade, es ist Montag, Mittwoch und Freitag werden jeweils zwei Folgen für euch rauskommen, die ihr euch reinziehen könnt. Among Us, ich werde so ein bisschen warm mit dem Spiel. Ich verstehe so langsam einiges, was ich machen muss. Also tauche ein bisschen tiefer ein. Intrigen wurden geschmiedet. Verhärtete Votes gab's und ich glaube, es wird witzig für euch. Falls ihr eventuell noch eine andere Perspektive sehen wollt, könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung reinschauen, denn dort sind alle Links von den Teilnehmern dabei. Und Dankeschön an der Stelle nochmal an alle, die da jede Woche quasi jetzt das zweite Mal mitgespielt haben. Es ist wirklich großartig, das macht sehr, sehr viel Spaß und ich hoffe, ihr da draußen habt auch sehr viel Spaß damit. Wir haben auch dieses Mal daran gedacht, dass wir ein Overlay haben. Das seht ihr quasi an der linken Seite, wenn ihr auf dem Bildschirm guckt. Auf jeden Fall könnt ihr dort sehen, wer spricht. Dankeschön für das Feedback. Ich habe auch zwischendrin noch mal ein bisschen was geändert, dass ich mit der Tastatur steuern kann. Und naja, das restliche Desaster könnt ihr euch gerne ansehen. Meine erste Runde war sehr, sehr interessant und die kommt jetzt. Hallo, ich bin's, der Cutter. Leider fehlt der Ton von Nils in der ersten Hälfte. Deswegen werde ich mit meinen professionellen Moderationsfähigkeiten aushelfen. Wir befinden uns wohl in einer Raumstation oder so. Ein fliegendes Gebäude würde wohl wenig Sinn ergeben. Nun, was soll ich noch sagen? Er läuft ein wenig rum und ist offenbar mit der Gesamtsituation ein wenig überfordert. Ada ist wohl wer verreckt. Alright, meine Freunde, Kalle und Maxi sind dead. Was ist denn da passiert? Sehr gute Frage. Wo sind Ja. die? Also wen habe ich gerade gesehen? Das sieht man am Bildschirm, wenn ich reporte. Ich glaube Kalle, oder? Wo siehst du, wen du Ja, reportest? Wenn du reportest, siehst du ein ich glaube, Bild. du hast Das Rot gleiche. reportet. Ja, Rot Ja. wurde Ja. reportet. Das war Cafeteria, rechte Seite, als er sich einen Drink ziehen wollte. Und kurz vorher waren da Jay und Sven in dem Raum. Dann Aber war ich da muss reingekommen. sagen, als Meltdown war, stand Dizzy links unten neben dem Vent. Ich glaube, er ist gewendet und hat sich ertappt gefühlt und war deswegen Pseudo-AFK. Schockstarre. Nun, wir können nur darüber rätseln, was er hier als Antwort gegeben hat, aber tatsächlich hat er vorhin eigentlich nur 2 Minuten lang das Teamspeak-Fenster hin und her geschoben. Er stand da wirklich lange, als ich Reaktor oben war und Ja. wieder runterkam, stand er da immer noch. Also die Bilder in dem Raum sind bestimmt schick, Okay. aber die wurden hart analysiert. Also. Aber Also wer sehr hat verwerflich Reaktor ist, ausgemacht dass und Jay kam und Sven runter? zusammen rumlaufen, Peter, weißt du, wollte ich nur Sven erwähnen. und ich Ich habe den dürften Reaktor zusammen. nicht ausgemacht. Jay und ich Ja, waren genau, das. Ich bin nicht Sven so und weit ich haben den hochgekommen. ausgemacht. Peter kam dann noch dazu und dann sind wir zusammen erstmal aus dem Reaktor weggegangen. Peter ist dann rechts abgebogen und Sven und ich sind dann quasi diese Kurve gegangen, um zur Cafeteria zu kommen. Und danach wurde Ich reported, glaube wo wir nicht, gerade ich reingegangen glaube sind. nicht, dass das gereicht hat für den Kill. Also ich verdächtige Und gerade das Mike, Ray sehe ich und auch so. Dadosch. Okay, weil Dalu erzählt Okay. euch nicht, dass er zusammen in Cafeteria mit Kalle und mir Ja, war. aber ich bin Warum danach zum nicht? Reaktor hochgerannt und die anderen haben mich sogar gesehen. Ja, Ja, okay, ist du auch kannst ja richtig. gewendet sein. Ich kenne die Vents Genau. aber Aber nicht. Sie stand Hat dann, er, kurze weiß ich Frage, nicht. Jan noch Aber 15 Dadosch, Sekunden. wenn ich zum Hat. Reaktor gerannt bin, was hast du alles in der Zeit gemacht, wenn du dich nicht um den Alarm gekümmert hast? Ich Konzertwurf stand schon. Hat neben irgendjemand Dizzy. Maxi gesehen, weil er ist ja auch tot? Ja, die Nee, haben. keine Ahnung, wer es ist. Also Nee. Ray, Mike und Dadosch sind verdächtig. Ich sag's euch, wie Du bist es genauso ausgeht. verdächtig. Nein. Nein! Ich weiß zwar Nein! nicht warum, Okay, aber. überzeugt, Dalu. Ja, Ray, überzeugt. Mike, Dadosch, Dalu. Nein. Okay. Warum? Sven und Nicht Peter, ich korrekt. bleib bei euch. Sven Das und sind Jay meine laufen Mates. zusammen rum, das ist schon sehr verdächtig. Laufen nie zusammen rum, wollte ich nochmal erwähnen. Ich liebe Sven. Es ist wohl wieder mal an der Zeit, etwas ziellos durch die Gegend zu laufen. Wenn es doch nur eine Möglichkeit geben würde, zu sehen, wo seine Aufgaben sind. Vielleicht sowas wie eine Karte. Ist bestimmt auch nicht verdächtig, da Luke hat auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Aber ich bin mir sicher, er weiß, was er tut. Naja, sagen wir lieber, ich hoffe es. Frage mich, wann wieder jemand das Zeitliche segnet. Oh. Dizzy, was soll das? Ihr seid so Schweine. Ich glaube nicht. Wo sind die Vents hier? Wo sind die Vents hier? Weil gerade als ich an Dardosch vorbeigelaufen bin, habe ich rechts unten in so einem Raum habe ich einen Vent wackeln sehen. Also der Ganz rechts Vent unten. geht durch Fog of War auf und zu. Also
es geht halt wirklich auf und zu, also wackeln. Weiß egal, nicht, ob da jemand gerade das benutzt oder nicht. Nee, nee, nee. Also wenn den einer benutzt, geht der auf und zu. Du siehst aber nicht die Person im Vorfeld. Ja, genau, das habe ich gesehen. Leute, gerade ganz als Dadosh, was, also Dadosh konnte das nicht gewesen sein, wollte ich nur sagen. Also ja, der, ja, ja, in dem Vent konnte es nicht gewesen sein. Mike, wo warst du denn? Genau, ich bin über Meltdown runtergelaufen durch diesen langen Gang, bin dann nach rechts rüber zu den Kabeln, die man da fixen muss und bin dann nach oben zu Ed. Wo liegt die Leiche? Ich keine Ahnung, wo das ist. Das ist, wenn du hochgehst, dieser rechte Raum. Ich glaube, da kann Admin. Man auch Admin machen, genau. Ja, okay. Da habe ich das erst gar nicht gesehen. Da haben wir so, okay, wieso kann ich reporten, Mann? Da habe ich den Hütchenbollen so relativ weit unten davon, diesem Raum. Ich möchte Ray verdächtigen, und zwar der Grund ist, als wir Meltdown gemacht haben, stand ich bei der 1, 2, 3, ich musste die Quest machen mit der Zahlenkombination. Und Ray stand quasi 2 Schritte weiter unten und da ist keine Quest. Wenn er die 1, 2, 3 machen wollen würde, hätte er bei mir stehen müssen, denn ich habe mich zu ihm gestellt, weil ich hier auch machen wollte und ich bin nicht rangekommen. Für mich ist Ray also Imposter in dem Augenblick. Ich habe da tatsächlich auch keine Aufgabe gemacht, weil ich dich beobachtet habe. Nein, du standst da vorher. Also du wolltest pseudomäßig eine Quest machen. Also okay, kann sein, dass du jetzt das wirklich so gemacht hast, um mich zu beobachten, aber es sah so aus, als wenn du eine Ja Fake, gut, dann wurdet also, mich raus. Nein, aber Jay, wolltest du nicht die ganze Zeit mit hier ja, Sven unterwegs Sven sein? Hat leider, Sven hat dann leider irgendwie nicht geschissen gekriegt. Sven, Sekunde, was machen wir? Wer war denn noch da oben Skip. Bei uns, Jay? Ich habe da die Aufgaben gemacht, mit ihm den so Peter, zwei ich glaub, aus. Ich glaube, Dalu kam mir gerade entgegen, aber der hat halt, glaube ich, nicht gekillt. Ich wurde 30 Sekunden lang von Dizzy verfolgt. Um Tische rum, um Türen rum. Ja, also kann ich mir vorstellen. Also ich kann halt nichts sagen, wer Sven umgebracht hat. Wirklich nicht. Das ist belastend. Nachdem ich nun auf beeindruckende Art dieses Gameplay kommentiert habe, kommt gleich der Punkt, an dem Nils den Knopf für das Mikrofon findet. Ich bin mir sicher, dass er durch seine fast schon ESL-würdige Spielweise dazu beitragen wird, dass niemand mehr über den Jordan geht. Nun, jeder kann sich mal irren. Ich okay. schwör's dir, Dalu, ich dachte, du warst es mit den Communications, ja, weil du der Einzige bist, der es. Netter Versuch, Dadosh, aber du kamst in dem Raum aus dem Vent raus, weil Peter, ich und Jay standen in dem Raum drin und haben das ausgemacht. Aus Jay ist kurz Vent? Vor. Nein, ich war Kaffeeraum, pass auf. Ich war Cafeteria und wollte den Button drücken, nachdem Meltdown war, weil ich nämlich Mike, Ray und Jay zusammen gesehen habe, oben in beim. Die waren halt zu dritt alleine. Und ich glaube, die wollten halt was töten. Peter, ist dir Dadosh entgegengekommen, als du runtergelaufen bist? Weiß ich nicht. Das ist eine wichtige Doch, Frage, weil ich glaube, Dadosh ist auf den Vent gekommen. Nein, ich bin Cafeteria hochgekommen, weil ich den Button drücken wollte, weil ich mir sicher war, dass Mike, Ray und Jay, einer von denen, irgendjemanden da oben töten wird. Mike und Ray haben zusammen Jay getötet. Nee, ist das Quatsch. Wir waren oben im Laboratory. Ist abhängig davon, ob der Dadosh entwegen kam. Aber das auch, weiß ich nicht. Ich habe dich Dalu. Oben gesehen aber und ganz hatte Angst Dadosh. Vor dir und bin ja, weggerannt. Mike, wir waren doch viel mehr Leute oben bei Laboratory. Nein, ihr wart noch zu dritt. Ich war der Letzte, der rausgegangen ist. Ihr wart noch zu dritt. Nee, ich habe die ganze Zeit die Namen. Dalu war erst da, Dadosh war da. Die ganze Zeit, weil Dalu nämlich unten war, Richtung Base gerannt. Nein, das war der Reaktor-Meltdown. Nach dem Reaktor-Meltdown. Also, woher willst du wissen, dass ich Richtung Base gegangen bin? Weil, als ich runtergegangen bin, habe ich deinen Kopf nämlich gesehen, wie du nach links gegangen bist. Ich hatte mich nämlich gewundert. Und deswegen habe ich nämlich geguckt, weil ich wollte dann den Button drücken, um zu sehen, ob Peter tot ist, weil ich ihn nicht gesehen hatte, weil dann wärst du es gewesen, oder ob einer von den dreien tot ist. Das heißt, Mike und Ray sind zusammen Imposter, haben Jay da oben gemördert. Nee, halt mal, Moment. Also, du hast recht auf jeden Fall, dass wir da zu viert waren. Also, Jay war noch dabei, Mike, ich und dich habe ich auch gesehen. Genau. Ich bin dann aber raus. Und ja, wenn jetzt Jay tot ist, raus, würde wohin? Das wahrscheinlich auf Mike schließen. Wo bist du hingerannt, als du von oben runterkamst? Eine Steko. Und dann runter und dann war die Tür zu. Und wie gesagt, er hat schon mal die Task gefaked und das war, hat er wir nicht gemacht. Für mich ist es Ray. Ja, ja gut, dann Ray. Votet mich. Ist okay, aber dann wurde ihr halt. Ray. Wen voten wir? Ray. Ray. Ja, Dalu und Dalu. Nein. Peter, es war abhängig davon, ob du Dalu gesehen hast. Peter hat wieder keine Augen im Kopf gerade. Ja, hey, das ist aufregend hier alles für mich. War eine gute Runde, Jungs. Sind wir schon durch jetzt? Hast du gewonnen? Ja, nee, ich leider nicht. Ich verfolge Dadosh. Ich bin mir nicht sicher. Wobei, Dadosh kann es nicht sein. Dadosh redet super viel und normalerweise redet der nicht so extrem. Also wenn er Imposter ist, redet er nie wirklich viel. Na? Ich bin mir nicht sicher, wer Imposter ist. Ist es Peter vielleicht? Dadosh? Nee. Er könnte. Er könnte, wenn er wollte. Aber er macht's nicht. Okay. Dalukan? Why? Mike hat Dalu getötet. Oh, what?
Mike hat gerade Dalu getötet. Ich war, also ich war gerade auf dem Weg nach oben. Peter, ich bin bei dir, ich hätte dich töten können, ich habe es nicht getan. Ich bin nach oben gegangen, Dalu kam entgegen, Mike kam entgegen. Er dachte, ich bin nicht mehr ja, in Sicht. Er hat so Dalu getötet. Ja. Weil ich mich überführt habe, schon seit 3 Runden. Also ich stimme dir zu, Dalu, wir sind sehr schön zusammengelaufen. Dann ist Mike noch mit uns mitgelaufen. Und dann, also einer von euch beiden ist jetzt ein richtig harter Ficker. Also ich bin nach oben gelaufen mit Dalu, um die Comms zurück zu sabotieren quasi. Ich hab, lass mich mal kurz erklären. So, wir laufen zusammen hoch, Dadosh kommt hinterher, Dadosh killt Dalukat, ich sehe es, ich reporte. Okay, ganz einfaches Ding, ich habe Ray rausgevotet. Und das war mein Indiz. Und das war ein Imposter. Ansonsten, aber ich habe das Ganze. Wir haben alle Ray rausgevotet. Nein, ich habe das Ganze aber rausgefunden und Ray dazu gebracht, dass ich habe das nicht mal gesehen, wer das war. Du wurdest doch beim Wenden gesehen. Dann hast du gesagt, Ray. Glaubst du Mike gerade wirklich? Sind wir mal ganz realistisch? Ach, ich habe noch 60 Sekunden, also ich habe hier auch an, was ihr mir zu erzählen habt. Okay, Mike, erklär dich. Bitte, ich lasse dir jetzt deine 2 Minuten. Wir sind hochgelaufen zur Comms, um das eben zu reparieren. Du bist mitgelaufen, Dalu ist noch dabei gewesen, du hast Dalu gekillt, ich habe Dalu reported. Ja, so. Aber Dalu ist schon rechts gewesen, also ich habe gesehen, wie er mit mir nach rechts gelaufen ist. Nee, die Leiche liegt genau in dieser Gabelung auf dem Weg nach oben. Ah, okay. Genau. Und der Grund aber ist, für mich ganz kurz, Peter, hast du nicht vorhin noch Dalu verdächtigt oder wer war das? Irgendwer hat doch vorhin Dalu verdächtigt. Ja, aber das war mehr so ein Joke. Also ich vote jetzt dich, Mike, weil ich vertraue Dalu an dieser Stelle. Ja, mal gucken, was passiert. Oh Gott, ich sag es mal Mike. Dadosh, hast du es gecheckt, dass ich vor dir getanzt habe? Ich muss nicht alleine hochgehen. Dadosh hat gecheckt, dass ich Imposter bin, als ich bei diesem Sabotieren mich so hin und her bewegt habe. Genau, aber die Zeit, und dann bin ich weggerannt, um irgendwen zu rufen. Hallo, die Zeit hat leider nicht mal ausgereicht für mehr, weil das die Farbs hier fertig waren. Ray, wir haben es echt nicht gut gespielt, dass wir so weit gekommen sind, war echt Glück. Nein, das Thema war, Mike, als wir oben beim Reaktor waren, wo du Jay gekillt hast, war Dadosh ja mit dabei. Und da hätten wir einen Doppelkill machen müssen. Aber du hast irgendwie was gefaked da oben die ganze Zeit. Ich habe gehofft, komm jetzt mal her, dass wir den Doppelkill machen. Weil wenn ich alleine einen Kill mache, dann werde ich reported und es ist vorbei. Ja, und du kamst einfach nicht. Und dann machst du Jay alleine und dann war der Verdammt halt sein? Klar auf das uns. Das fand ich eine Frechheit. Also nee, soll ich ehrlich sagen? Ich finde, also persönliche Meinung, ich finde Doppelkills immer so ein bisschen lame. Ehrlich gesagt, mein Plan war es ja, das musst du machen, sonst haben wir keine Chance. Ich sagte, was ich machen wollte. Ich wollte ihn töten und wollte wenden. Aber dahin, wo ich wenden wollte, standen plötzlich 3 Leute. Und dann konnte ich nicht wegkommen. Ich wollte eigentlich irgendwo hin, damit die Leute sagen, ich war auch da. Das hat nicht funktioniert. Also der Kill hat uns auf jeden Fall verraten. Der Kill auf mich. Aber davor hatten wir schon ein bisschen Glück. Ich habe Sven bei Edmund getötet. Und ich Idiot wollte eigentlich sagen, dass ich nicht nach Edmund gelaufen bin, sondern zur Cafeteria. Und sage auch noch, ich war bei Edmund. Aber keiner von euch ist drauf eingestiegen. Ja, das war gut. Ich wollte so wieder rennen, um Hilfe zu suchen. Aber ich muss mal sagen, Dadosh redet immer ultra viel, aber diesmal hat er alles Gold richtig gesagt. Also von daher, alles gut. Am Anfang waren ja auch nur ihr 3 verdächtig. Also bei den ersten beiden Morden waren ja nur du, Dadosh. Aber warum? Aber trotzdem mal die Frage, warum war ich verdächtig? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ihr 3 wart die einzigen, die kein Alibi hatten. Ja, aber das Problem war, Dalu, dass dieser Verdacht 15. Warte, Ray, der Verdacht kam 15 Sekunden vor Ende des Meetings. Heißt, wir konnten noch gar nicht sagen, wo wir waren, weil ihr davor alle gesprochen habt. Ja, aber es ist ja trotzdem egal. Wenn ich weiß, wo die anderen sind, ist mir egal, welche Geschichte ihr auftischen wollt, die ist ja nicht mehr möglich. Ja, nee, also wenn ich der Punkt war, doch, wir hätten ja sagen können, wir hätten uns gegenseitig decken können. Ja, aber dann habe ich ja was Falsches gesehen. Dann hat mich ja einer mit einer Illusion getäuscht. Um mal ganz kurz einzuwenden. Das Ding war, ich konnte ja gar nicht irgendwie was anderes machen. Also selbst wenn ich jetzt nicht Imposter gewesen wäre, wäre es genau gleich abgelaufen bei mir. Also ich wäre auch verdächtig gewesen, wenn ich keiner gewesen wäre. Richtig, weil dann wäre der Mord nicht passiert. Der Mord wäre nicht passiert. Ja, klar, ich sage ja nur. Wir hätten vielleicht auch Jerry porten können und Dadosh beschuldigen können. Das wäre vielleicht auch noch ein Weg gewesen. Also. Hallo, ich bin es nochmal. Als kleinen Bonus habe ich für euch noch die wohl schnellste Runde in der Geschichte von Among Us. Viel Spaß. Alrighty, let's go, baby. Okay, Crewmate. Geil, Peter, danke für die Antwort für mich. Das war hast du gut gemacht, Peter. Und eine neue Runde. Aha. Nice, Peter. Kalle, das muss in dein Highlight-Tape. Nice. Gute Taktik. Hey, Jay, du hast dich gestern auch vergessen zu muten. Ja, aber ich hab nicht gesagt, genau, ich bin Crewmate. Ja, okay, er hat halt was anderes gesagt. Stark, Peter. Können wir voten? Ich brauche ein Emergency-Meeting, bitte. Ja. Yeah. Oh. Ich mag das auch, dass man den Code jetzt so gut Alarm kann. Ey, wie geil das ist. Oh mein Gott! Ja, Entschuldigung, wir müssen die Runde neu starten. Okay, okay. Ach so. Maxi mich einfach gerade noch schnell snackt, ey. Ich klatsche jetzt aber nicht nochmal. Ich hab gewonnen. Nee, die lade ich hoch.
hoch, also, die Folge. Die lade ich auch hoch, die Folge. Mein Video geht 2 Minuten, schnellste Runde der Welt. Geil. Rekord.